Guten Morgen! Ich zeige euch nochmal die Aussicht bei Tag. Ich habe jetzt gerade das Fenster ein bisschen auf. Moment, so ist glaube ich besser. Da ist unser Pool, da gehen wir gleich hin. Und das ist unsere Aussicht. Eigentlich voll schön. Was sagst du zu deiner Verteidigung, dass du immer noch im Bett liegst? Ich habe keine Verteidigung. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe mich jetzt soweit fertig gemacht, warte noch auf ihn da und jetzt hat es geklingelt. Wir sind schon heute den ganzen Tag am Pool. Ich kann euch ja so mal so ein bisschen zeigen. Ich weiß nicht, inwiefern man was sieht, weil die Sonne gerade sehr blendet und ich auf dem Display nichts kenne. Sehr schön. Da ist direkt eine Bar, es gibt mehrere Bars, es gibt hier auch so Barbecue und mehrere Liegen und auch Sonnenschirme. Also die Poolanlage ist eigentlich sehr schön. Pools an sich sind sehr relativ klein und nicht tief. Ich glaube zwei Jacuzzis gibt es. Ja, und wir relaxen eigentlich schon den ganzen Tag heute hier am Pool. Alles so, lass es ein bisschen entspannter angehen. Jetzt kommt der Wind. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören. Ja, ich habe ein Buch mitgenommen in den Urlaub und zwar Tote Mädchen lügen nicht. Ich bin nämlich das Buch am Lesen, möchte dann die Serie schauen. Und mein Freund hat gerade gedacht, so ganz spontan, ich habe ja eh nichts Besseres zu tun und fange auch mal das Buch an. Und er ist schon nach Seite 2 eigentlich direkt begeistert gewesen. Oder? Ja, war sehr gut. Bis jetzt ist es sehr gut. Interessant. Ja, gefällt dir also schauen, auch, ne? Wie mir Feedback danach ausfällt. Genau. Deswegen wollen das Buch, also ich bin schon fast bis zur Mitte. Er hat wie gesagt eben erst angefangen und dann mal schauen, wann ich damit durch bin und wann er damit durch ist. Dann werden wir auf jeden Fall die Serie schauen. Das hatte ich ja schon länger geplant. Aber ja, wie das halt so ist im Alltag, da kommt man selten dazu oder ich komme selten dazu. Und ich möchte auf jeden Fall auch wieder mehr lesen, denn früher habe ich viel, viel mehr gelesen. Ja, und wir verbringen jetzt noch den restlichen Tag hier am Pool. Und dann so gegen 6, denke ich mal, wird dann hier auch die Sonne untergehen. Dann werden wir auch aufs Zimmer gehen, uns fertig machen und dann zu Abend essen. Und heute ist auch weiter nichts geplant. Wir gehen nämlich relativ früh heute schlafen, denn für morgen haben wir einen Ausflug geplant. Und zwar geht's morgen nach Abu Dhabi. Ich freue mich schon sehr drauf. Das war ja so mein Wunsch. Ja, und das werden wir morgen machen. Ich habe so übelsten Sonnenbrand. Schaut euch das mal an. Ich habe immer das Glück, ne? Echt immer. Anstatt braun zu werden, werde ich immer erstmal rot. Das ist richtig ätzend. Ich habe heute übrigens dieses Kleid an. Das finde ich ganz, ganz süß mit den Ärmeln. Locker, luftig, eigentlich genau das Richtige. Und eben duschen, haben sie jetzt frisch gemacht. Und meine Haare sind jetzt noch total gelockt. Naturlocken. Aber ich werde die jetzt einfach irgendwie zusammenstecken und dann, ja, dass sie nicht so im Gesicht hängen. Und dann werden wir zum Abendessen gehen. Ich habe auch schon mega Hunger. Schatz, bist du fertig? Ja? Dann gehen wir jetzt essen und dann nehme ich euch vielleicht ein bisschen mit. Was sagst du? Du Faulenzer. Gleich essen. Ja, ich hab mega Hunger. Gehen wir jetzt? Dann mach mal dein Video da aus und dann Abmarsch! Vorspeise. Heute haben wir auch einen sehr schönen Ausblick auf die Brücke, die immer so schön beleuchtet ist mit dem Wasserfall. Arabische Spezialitäten. Das teile ich mit meinem Freund, das ist Pistazie und Himbeere. Hier ist ein Crumble. Hier noch so ein Nachtisch, sieht super lecker aus. Mein Freund hat sich Eis geholt. Und dann noch einen leckeren Nachtisch. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Yummy! Da ist sogar Gold drauf, schaut mal. Guten Morgen. Heute Morgen haben wir uns noch gar nicht weiter gezeigt, denn es war alles ein bisschen stressig. Wir haben uns schnell fertig gemacht, mussten ganz schnell frühstücken und
Dann sind wir auch schon losgefahren, beziehungsweise wir wurden abgeholt. Wir sind heute, haben wir so einen Tagesausflug gemacht nach Abu Dhabi und sind jetzt gerade in einem ersten Stop angekommen. Das ist das Heritage Village. Das ist echt ganz süß. Gibt es verschiedene Stände und man eben am Wasser und ist alles so ein bisschen traditionell gemacht, das ist um zu lernen, wie es halt, oder zu sehen, wie es früher so war. Ja, und jetzt schauen wir uns hier so ein bisschen um. Wie findest du es bis jetzt hier? Interessant. Interessant. Es gibt verschiedene Orte, verschiedene Stellen. Ja, also. Nimm mal die Kamera. Oh. Kann ich das? Es geht nicht. Es geht nicht. Warum kann man denn nicht wechseln? Moment. So, und hier sind wir bei den Kamels. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Kamel gesehen. Da ist eins. Da ist eins, ja. Und ein Pferd. Aber ich glaube, man darf da nicht hin, ne? Können die nicht gehen? Ich weiß es nicht. Das sind Bauleute. Schon cool. In solchen Häusern haben die halt früher gelebt. Das ist total interessant zu sehen. Strohhütten. Okay, hier sind so ein paar Stufen runter. Gott, das ist schon ziemlich dunkel. Aber das schützt halt vor der Sonne, ne? Das Fenster. Ja, oben so eine Strohdecke. Und die Steine sind noch nicht mal großartig irgendwie verbunden. Klar, bestimmt mit irgendeiner Art Lehm. Aber halt wirklich. Matsch mit Wasser so gemacht. Ja, aber es ist halt nicht großartig irgendwie verbunden. Es sind einfach wirklich die groben Steine aufeinander und zwischendurch mal so ein paar Löcher gelassen. Ja. Schon interessant. Hast du super gemacht. Hast du schon mal Kamele gesehen? Ja, einmal im Zoo, aber. Na, Zoo, das zähle ich jetzt nicht. Das ist, ob ich gesehen habe. Hier ist irgend so eine Wasserstelle vermutlich. Stay away, aber man kann doch gucken, oder? Ah, das ist wahrscheinlich das Futternapf für das Kamel. Das ist eine Feuerstelle. Das ist echt süß. Etwas windig, deswegen hoffe ich, ihr hört mich. Aber es ist echt süß gemacht hier. Mit den Palmen. Und hier, das ist auch so eine Art Museum. Also das kann man halt alles sehen, wie die so früher gelebt haben. Geholt, um euch zu zeigen, wie unglaublich das aussieht. Das ist der absolute Wahnsinn. Hm?
perfekt. Ist jetzt hier unten. Wow. Ich will Panoramabild machen, aber vielleicht mal besser. Hier ist halt alles so in diesem, so chinesisch angehaucht, weil ja Neujahr war. Und das ist so schön. Wahnsinn. Und der Boden, der glänzt. Jetzt gibt es Kaffee und Tee mit einem Stück Kuchen. Und da ist sogar Gold. Wahnsinn. So schön hier. Das kann man alles gar nicht fassen. Das ist alles mit echtem Gold. Alles, was ihr hier seht, was Gold ist, hier zum Beispiel, ist echtes Gold. Das ist... Hast du erwähnt, wie teuer das ganze Ding war? Nee. Wie teuer war das? 2,3 Milliarden. 2,3 Milliarden. Das sind 230 Millionen. Wahnsinn. So schön. Ich wette, das ist echtes Marmor. 230 Millionen. Wenn du dann in den Land dran bist, das dann. Dieser Ausblick. Wie viele Leute da? Windig hier und ich sehe auf dem Display nichts, was ich gerade filme, aber wir sind jetzt rausgegangen und es ist einfach super schön. Es ist Skyline. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Es ist so schön, es ist einfach unglaublich. Und das ist ja dieses super bekannte Hotel. Super windig, deswegen ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas hört. Es ist natürlich auch einiges los und ja, die Sonne blendet. Ich muss mal gleich meine Sonnenbrille aus der Tasche kramen. Ich denke mal, wir werden jetzt noch ein paar Fotos machen und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Punkt. Und ich glaube, das müsste die Moschee sein. Darauf freue ich mich ja am allermeisten. Ich bin so gespannt. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich überhaupt nach Abu Dhabi wollte. Und ich finde, der Trip hat sich absolut jetzt schon gelohnt, oder? Was sagst du? Das war lecker. Der Kuchen war gut. Ja, also, haben Kuchen mit Gold gegessen. Kaffee war super gut. Und das ist alles einfach so extrem luxuriös. Das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen.
Hotel. Thank you. Gibt es einen Willkommensdrink? Sehr lecker. Bei diesen Temperaturen zu empfehlen. Richtig laut beeindruckend, richtig schön. Und wie gesagt, das Hotel ist direkt an der Rennstrecke. Und die sind halt auch ein paar am Fahren, wie man eben unschwer erkannt hat oder gehört hat. Und ja, wir lassen es jetzt noch gut gehen. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen. Ich kann den Trip absolut empfehlen. Finde ich mega cool. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Zurück auf dem Zimmer vom Abu Dhabi Trip und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich sowas von gelohnt. Ich fand es wirklich der Hammer. Also Abu Dhabi muss man auf jeden Fall gesehen haben, ist was ganz anderes wie Dubai und ja, hat sich auf jeden Fall dieser Ausflug gelohnt. Meine Kette ist ganz verdreht. Wir haben einiges gesehen, es war super interessant, wir haben viele Infos bekommen, was man noch gar nicht gewusst hat und ich fand den Trip mega. Freue mich auch schon morgen auf den Trip. Morgen haben wir wieder was vor. Schatz, wie fandest du heute Abu Dhabi? Richtig gut. Sehr zu empfehlen. Okay, also du bist auch froh, obwohl du es erst gar nicht machen wolltest. Ja, doch, schon sehr. Er wollte nämlich gar nicht in die Moschee, weil ich wollte unbedingt nach Abu Dhabi wegen der Moschee und der da wollte gar nicht. Aber wir haben einen Kompromiss gefunden und jetzt ist er doch zufrieden, dass wir das gemacht haben. Und ich bin deswegen sehr gespannt auf morgen. Morgen machen wir nämlich eine, wie heißt das nochmal? Safari, nee, Sandbuggy-Safari-Tour in der Wüste. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, jetzt haben wir mega Hunger. Wir haben irgendwie den ganzen Tag gar nichts gegessen, außer heute Morgen schnell ein bisschen gefrühstückt, weil wir ein bisschen spät dran waren. Und ja, das war's. Sonst haben wir noch nichts gegessen. Gerade eben, als wir aufs Zimmer kamen, haben wir noch ein paar kleine Snacks genascht. Wir haben ja hier Obst noch und ich hatte ein paar Reiswaffeln ja mitgebracht und ja. Das Ganze hat er nur an seinem Handy, ne? Wer? Ja, du! Ich bin hier kurz zum Aussortieren. Ach ja. Aber eben ganze Zeit irgendwas da rumgespielt oder geschaut oder so. Naja, auf jeden Fall wird auch heute nichts mehr Großartiges passieren. Es sind auf jeden Fall heute richtig coole Bilder entstanden. Ich habe auch schon gerade eben alles in meine Story gepostet. Also folgt mir gerne auf Instagram. Name ist unten verlinkt. Und ja, wir werden gleich zum Abendessen gehen. Und dann weiß ich nicht, ob wir noch irgendwie was machen. Aber ich denke nicht. Ich denke mal, wir werden dann schlafen gehen. Ich bin irgendwie müde. Auf keinen Fall. Was? Okay. Mal gucken, wer heute als erstes einschläft. Ja, und dann geht es einfach morgen wieder weiter. Heute habe ich ordentlich zugeschlagen. Ganz viele Kartoffeln, Gemüse, Ratatouille, Reis. Hier habe ich so einen kleinen Salat, Pasta, Aglio Olio, Rosenkohl, Gemüse, ganz viel Verschiedenes. Und noch einen kleinen Salat und eine Blumenkohlsuppe. Mein Freund hat sich da was gut gemacht. Natürlich ganz viel Fleisch, aber der wollte jetzt nochmal losziehen. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Nachtisch. Einmal Stracciatella. Zwei Sesam-Lotus-Bällchen. Und hier noch so ein Pudding.